Ja, hallo, frostige Grüße, da sind wir wieder und wir haben uns noch ein paar Seiten dieses Escape Room Adventskalenders vorzuknöpfen. Von Eva Eich. Der 12. Dezember. Sophie holte tief Luft, bevor sie zur Analyse ansetzte. Also, wenn es Weg 1 wäre, dann würde wohl der Affe nicht 2, wenn es Weg 3 wäre, würden 4, würde der Affe 2, die Wahrheit. Sprich, der muss es also sein. Gemeinsam folgten sie dem schmalen Weg, der sie über einen kleinen Fluss führte, und Mark nutzte die Gelegenheit, um endlich mehr über Tiberius zu erfahren. Weißt du eigentlich, woran genau unser Großvater zuletzt geforscht hat? Ich habe natürlich ein bisschen recherchiert, und auch so wissen ja die meisten, dass er einen Haufen Geld mit Robotern für das Militär gemacht und danach mit diesem Kapital viele weitere Unternehmen angestoßen hat. Roboterhunde. Das stimmt, bestätigte Sophie. Er hat zum Beispiel viel an künstlicher Intelligenz gearbeitet. Hast du schon von seinem Smart Life Projekt gehört? Er hat aber auch die Genetik indigener Völker erforscht, um so möglicherweise ein Medikament gegen Alzheimer zu entwickeln. Und über seine Ambition, ein neues Überschallflugzeug zu konstruieren, berichten ja alle Medien. Deswegen hat der Mark noch nie was von seinem Großvater gehört. Ja, er war ein echter Tausendsasser, unser Großpapa, sagte Mark skeptisch. Aber vergisst du nicht vielleicht ein bisschen die Kritik, die es immer wieder an seinen Projekten gab? Es ist schließlich ein offenes Geheimnis, dass sein größter Auftraggeber das Militär war. Was, Moment! Also er hat Roboter für das Militär gebaut und das Militär war sein größter Auftraggeber. So ein Mistsack. Es klebt Blut an sein Vermögen. Ach, fick dich, Mark. Das mag schon sein, aber er war ein genialer Kopf, der immer das Unmögliche möglich machen wollte. Dazu brauchte er natürlich mächtige Verbündete. Mein Vater erzählte mir, dass Tiberius kein schlechter Mensch sei. Er hätte nie einen bösen Gedanken gegenüber einem seiner Mitmenschen gehegt. Er lebte eben nur in seiner eigenen Welt. Mark blickte zum Himmel. Während ihres Marsches hatten sich ein paar Wolken über ihn zusammengezogen. Möglich, dass ihnen noch ein ordentlicher Regenguss bevorstand, denn die waren hier im Süden Thailands auch im Dezember keine Seltenheit. Da vorne ist die Lagune, rief er erleichtert, als schließlich ein Gewässer vor ihnen auftauchte, anders als der Fluss, über den sie gegangen sind. Eine Felskette trennte einen kleinen See vom Meer ab und das Wasser darin funkelte grün und blau in den Sonnenstrahlen. In der Mitte der Lagune schien etwas Rotes zu schwimmen, ja, diese Boje. Sophie hatte bereits ihr Oberteil und ihre Hose ausgezogen. Jetzt geht's los hier, aber ihr seid verwandt, ihr alle, die ganze Inzestbrut. Darunter trug sie einen blau-weiß gestreiften Bikini. Komm schon, rief sie. Eine Abkühlung können wir gut gebrauchen. Und das rote Ding kommt rote Rakete. Und das rote Ding kommt bestimmt nicht von allein zu uns geschwommen. Mark, der nicht so perfekt vorbereitet war, musste wohl oder übel mit seinen Boxershorts ins Wasser steigen. Zum Glück hatte er ja nicht so einen Minislip an, ne? Aber Sophie hatte recht. Es war herrlich. Sie warteten in die Mitte der Lagune, in der das Wasser ihnen gerade mal bis über die Eichel ging. Doch plötzlich spürte Mark einen heftigen Schmerz im rechten Fuß. Als er nachsah, konnte er rote Schlieren im Wasser erkennen. Er blutete. Verdammt, fluchte er laut. Denn jetzt setzte ein quälendes Stechen ein. Ich bin in irgendetwas reingetreten. Sophie blieb auf der Stelle stehen und versuchte, Marks Fuß zu untersuchen. Wie? Sie zog eine etwa 3 cm lange Glasscherbe aus seinem Fleisch. Danach untersuchte sie sehr vorsichtig den sandigen Boden in ihrem Umkreis. Da sind noch mehr Scherben, stellte sie fest. Wir können sie im Wasser nicht sehen. Wir müssen schwimmen. Mark biss die Zähne aufeinander und versuchte, das Pochen in seiner Sohle zu ignorieren. Das ist doch kein Zufall, stöhnte er, während er mit den Armen paddelte. Da hat uns jemand eine ganz raffinierte Falle gestellt. Es ist doch ziemlich sicher, dass Torben vor uns da war, brummte er mit finsterer Miene. Das können wir uns später besprechen, unterbrach ihn Sophie. Jetzt lass uns zu diesem Teil schwimmen. Tatsächlich entpuppte sich das mysteriöse Ding in der Mitte als eine Art Boje, die man aufklappen konnte. Doch ein kleines Zahlenschloss hielt sie fest zusammen. Auf der Unterseite der Boje war etwas aufgedruckt worden. Offensichtlich ein Rätsel. Und jetzt kommt das Fiese, wenn man ein Zahlenschloss einmal geöffnet hat, kann man den Code ändern. Das heißt, die kommen niemals auf die Lösung, wenn Torben ein bisschen den Kopf angestrengt hat. Also die Frage ist, welcher Code öffnet die Boje? 97, 8 oder 16. Und wir haben dazu eben ein Rätsel, irgendein komisches Tetris-artiges Muster und dazu eine Aufschrift, die wahrscheinlich uns dann den Tipp geben soll. Ich erkenne bei diesem Muster schon hier unten eine 6. Wahrscheinlich habe ich damit die Antwort auf das Rätsel schon gelöst. Aber wir versuchen es mal. Zwei Männer gleichen einander wie ein Ei dem anderen, doch sie sind keine Zwillinge. Sie sind... Suche auf dem Bild die...
Ja, also auf blöd hätte ich halt schon gesagt, dass die Antwort 16 ist, weil ich hier ganz deutlich eine 6 sehe, die aus diesen L-Blöcken besteht. Wobei man da sagen muss, es sind alles die gleichen L-Blöcke. Alle die, die nach links zeigen, rechts zeigen. Zwei Männer gleichen einander wie ein Ei dem anderen, doch sie sind keine Zwillinge. Ja, ja, weil sie spiegelverkehrt sind, würde ich jetzt mal ganz blöd behaupten. Ja, das ist eine gute Frage. Weil tatsächlich habe ich die 1 sozusagen noch nicht gefunden. Was sind die beiden Möglichkeiten? 97, 8, 16. Wenn ich das drehe, wäre halt die 6 eine 9, aber dann habe ich trotzdem keine 7. Vielleicht sind es doch nicht diese L-Blöcke. Sie sind XX, sie sind keine Zwillinge. Zwei Männer gleichen einander wie ein Ei dem. Vielleicht ist ja gemeint, dass sie Drillinge sind, weil es drei gleiche Formen sind, die die 6 bilden. Und man könnte sagen, dass dann eine einzelne davon die 1 ist. Aber nee, so kommt mir das. Wie gesagt, ich sehe halt die 6 halt wirklich irre deutlich. Jetzt schauen wir mal an. Also bei der 6 haben wir so ein Bild von mehr Gestrüpp. Also bei der 16, Antwort 3. Ein Bild von Gestrüpp mit Fingern. Und das scheint es hier nämlich auch zu geben. Also das gibt es auch. Also 16 ist auf jeden Fall richtig. Aber warum ist die 16 richtig? Vielleicht bin ich einfach zu blind. Das ist so ein Rot-Grün-Schwäche-Test, sowas in der Art. Und ich bin halb blind. Ich habe die eine Zahl gesehen, aber die andere sehe ich beim besten Willen nicht. Aber 16 ist auf jeden Fall richtig. Und ich gehe mal davon aus, dass uns das Rätsel beim nächsten Mal sagt, auf was ich hätte genau Acht geben müssen. Und der 13. Dezember. Okay. Wunderbar. Also wir haben es auf jeden Fall richtig gelöst. Und es war wieder ein kleiner Zettel da. Und es sind immer jetzt so kleine Zettel. Und es ist wieder nur ein kryptischer Code. 8214. Ich kann mir nicht erklären, auf was das hinführen soll. Aber es werden immer mehr von denen. Und es scheint wirklich am Ende einfach irgendwie eine Zeichenabfolge zu sein. Eine Wortabfolge. Irgendwie sowas. Okay. Bleibt uns nichts anderes zu tun, als weiter abzuwarten. Zu schauen, wie das Ganze weitergeht. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wundervollen, großartigen dritten Advent. Und wir machen morgen weiter.